Ja, also. Ja. Wie sieht es aus? Kommen wir gut weg? Ja. Hä? Das ist das Wichtigste. Ja. Ja, also, ja, fangen wir an. Wir sind hier heute im Space Room Studio und machen einen Song by Song vom Album Honua. Ja, jetzt schaue ich mal, jetzt freue ich mich drauf. Dann tue ich zu jedem Lied etwas erzählen. So, wenn es passt. Dann brauche ich das erste Papier. So, jetzt haben wir uns das Konzept überlegt, dass ich das, dass man mir das zuschießt und dass das nicht Zufall ist. Um welches Lied das es geht. Also, das erste Lied. Pablo Album Edit. Ich bin nicht so wie du. Ja, das ist natürlich ein Lied. Das ist Anfang des Jahres entstanden schon. Ich habe dort mit jemandem geredet und eigentlich war das Lied inspiriert von der Geschichte von ihm. Und ja, dort ist es so ein bisschen darum gegangen, dass der ist in Kuba aufgewachsen ist. Und dann ist es so ein bisschen darum gegangen, das hört man ja auch ein bisschen im Lied, ja, was lässt er dort in Kuba und was kann er alles gewinnen, wenn er hier in der Schweiz ist. Das ist so ein bisschen thematisch. Auf dem Album ist dann ja, eine neue Variante, eine neue Interpretation von diesem Lied, weil ich einfach auch gefunden habe, das passt sehr gut in das Album rein. Das wegpfeffern. Nächstes. Der nächste Song, der zweitletzte auf dem Album, Müde. Ich bin so müde von all der Menschen, die am Boden blühen. Ja, einfach so eine Aufnahme, so eine Zeitaufnahme von einer Situation, wo man müde ist. Und auch so ein bisschen erklärt, warum dass man müde ist und so. Der sehr minimalistisch begleitet mit einfach einem Klavier. Und ich hatte dort natürlich schon auch Versionen des Liedes, wo mehr passiert noch. Aber ich habe mich dann entschieden, das alles rauszunehmen und eigentlich wirklich nur das Klavier drin zu lassen. Weil ich ja, das gehört mir vielleicht grundsätzlich beim ganzen Album, bin ich ein Fan vom Reduzieren auf halt das Nötigste, auf das, was es braucht. Und ich bin sehr glücklich mit diesem Lied. Es ist natürlich auch so ein kleines Outro-Lied. Aber ja, müde. So, ins Leere, Interlude. Lass mich fallen ins Leere, ich kann es ertragen. Und dass ich dich nie wieder sehe, mein bester Fehler. Es hat so sehr einen spontanen Charakter, das Lied. Es ist auch so entstanden und so der Freestyle-Charakter, so nicht das extrem konzeptionelle und ausproduzierte. Und das habe ich dann auch beibehalten, weil ich gefunden habe, das transportiert, was ich sagen will, eigentlich ziemlich gut. Ja, und wie gesagt, es leitet halt das nächste Lied ein. Ja, für mich muss ich da nicht mehr dazu sagen. Den konnte ich nicht fangen. Jetzt habe ich ihn. Ja, dann haben wir gerade das nächste Interlude. Interlude Wiki. Ich warte immer noch hier, wo du mir hast gelassen. Vielleicht habe ich es nicht verdient. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich glaube sogar die gleiche Geschwindigkeit, wie er das folgende Lied Victoria. Für mich auch sehr musikalisch auch sehr etwas Spannendes, weil sie ja eigentlich nur ja, sehr wenig hat und trotzdem sehr melodiös ist. Ja, wie gesagt, die Interludes hängen halt dann mit den Folgeliedern halt zusammen. Darum ist es noch schwierig, da etwas dazu zu sagen. So, dann sage ich dann lieber zu den Liedern etwas. Toussaint Dotchas. Du bist nicht unheilbar, sag nicht, bist unheilbar. Bitte zieh nicht davor. Ja, das ist sehr. Also ich bin ja nicht so ein Fan von meinen eigenen Liedern zu bewerten, aber das ist eins, wo mir von mir. Ich würde sagen, das ist vielleicht sogar mein bestes Lied. Es verändert sich dann auch sicher wieder, aber. Ja, da geht es um das Thema so. Ab wenn ist.
etwas Unheilbares, gibt es das irgendwie überhaupt? Ich empfehle es sehr zum Reinhören. Und ja, da könnten wir dann gerne schreiben, was ihr denkt, warum das so übertrieben gut ist. Shania Oceana featuring Anna Nero. Ja, es ist halt dort jetzt auch wieder. Dort habe ich mich auch inspirieren von einer sehr tragischen Geschichte, die ich mitbekommen habe. Ja, dort war es jetzt wirklich so, dass mir jemand die Geschichte erzählt hat von jemandem, der ihr Kind hat Suizid begangen. Und das hat mich dann einfach so mitgenommen, wo die das mir erzählt hat, dass ich gefunden habe, ich schreibe jetzt das Lied so ein bisschen für sie. In erster Linie. Und es ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, gerade jetzt in unserer Gesellschaft. Merke ich, das kommt immer wieder häufiger vor, so, gerade bei jüngeren Leuten. Ja, und habe dann gefunden, auf das Lied, ich habe viel schon geschrieben vom Lied, und habe dann gefunden, bei diesem Lied passt die Anna Nero sehr, sehr gut drauf. Und bin dann auf Straßburg in die Oper, wo sie am Singen ist, und dann haben wir das dort noch aufgenommen, ihren Teil. Ja, also das Lied ist so aufgebaut. Am Anfang erzähle ich die Geschichte, und ich erzähle ja auch aus der Perspektive eigentlich von jemandem, der nebendran steht und zu dieser Person redet. Und dann, ein nach der Hälfte, gibt es dort wie so ein Umbruch in der Musik, so, wo dann auch die Anna Nero einsteigt. Und ja, dort wird es dann sehr, es ist noch schwierig zu beschreiben, aber es wird sehr weit weg so. Und sehr sphärisch. Ja, auch sehr, sehr empfehlenswert. Und sehr inhaltprägt. Gut, dann haben wir hier Utbrut. Nummer 13 auf dem Album. Aber ich bin noch nie einer, und so mach ich schon seit Jahren lang. Ist der Heim, mein Untergang. Ja, da geht es um die Komfortzone und dass man eigentlich langfristig an dieser Komfortzone scheitert, oder? Wenn man sich zu lang und zu häufig in dieser Innen bewegt, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln. Und das thematisiere ich dort. Mit dem Satz, mein Zuhause ist mein Untergang, habe ich das Bild beschrieben von einem Haus, das die Komfortzone eigentlich wieder spiegelt. Und ja, das ist etwas, wo ich auch merke, dass wenn man sich zu lange dort innen befindet, erschafft man nichts. So. Steckt das hier? Das letzte Lied und ich, Outro. Und ich laufe allein durch die Strasse von Tränen. Sie alle von euch und ich glaube, ich es trage. Dort muss ich sagen, ich habe ursprünglich eigentlich müde als Outro gehabt und habe dann gefunden, ja, das ist so, ich bin so müde und so. Das ist mir ein bisschen zu negativ, um jetzt das Album aufzuhören. Was ich dort anspreche, ist eigentlich einfach, ja, was ich noch so ein bisschen probiere zu sagen oder zu beschreiben, was das ganze Musikzeug eigentlich für mich bedeutet. So, habe ich sensationell gut getroffen und schließt das Album dann einfach noch schöner ab. Ja. Ja, gut, das also, nächstes. Dann haben wir hier als nächstes Skadi. Ich kann nicht mehr verstecken. Ich kann nie wieder etwas bedecken. Skadi ist sehr, sehr ein trauriges Lied. Sehr, sehr ein trauriges Lied. Auch sehr ein persönliches. Im Kern geht es eigentlich einfach darum, dass ich sage, ja, irgendwie, trotz aller Unterstützung und so, die man hat, kann man sich auch auf eine Art nur selber retten. Ja, so der Kern.
vom Lied. Das ist vielleicht auch etwas, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Einzelfall bei mir, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen der Meinung, dass das bei vielen so ist. Es gibt einfach gewisse Probleme, die man mit sich selber muss lösen muss. So. Und ja, schlussendlich versteht man sich selber auch nur am besten. So. Und es geht ein bisschen um das. So. Du kannst mich nicht retten, ich kann das selber. Gegenmittel. Bist du mein Gegenmittel? Zeigst mir, was du bist oder bist alles nicht? Das ist, glaube ich, eines der letzten Lieder, die entstanden ist vom Album. Gegenmittel. Ich weiß gar nicht, von diesem Lied zu sagen. Nein, es geht dort im weitesten Sinn um Liebe, um eine Person, die so ins Leben kommt. Und wo man dann so ein das Gefühl hat, ist jetzt die Person das Gegenmittel zu allem, meinem Gift, so, das ich habe, oder? Um das geht es. Und dann halt, dass man sich wie nicht so sicher ist, weil man ja schon Erfahrungen hat gemacht im Verlauf des Lebens. Ja, ist es jetzt das, was könnte sein könnte? So? Und das ist ja das Thema auch. Hat auch eine gewisse Naivität, oder? So das Verspülte und das... So, ist, dann musikalisch auch wieder zu finden. Und darum habe ich auch gefunden, das passt sehr gut jetzt dort rein. Und auch dort, wo es platziert ist. Oh. Aber es war auch eins, gewesen, das ist ja schon unterschiedlich, weißt du, bei den Liedern, wo relativ schnell passt. Am besten das Lied hören. Ui. Ja, das ist noch da. Ich bin immer noch da. Du hast gesehen, wenn es weht und ich weiss, du wirst es schon. Es ist ja klar, eigentlich, wenn man das Lied hört, um was es geht. Im weitesten Sinn. Dass man einfach immer noch da ist. Ich habe natürlich schon meine Gedanken und meine Geschichte und so, die ich dort dahinter finde. Aber ich würde es dann auch einfach so hören, weil ich das auch bewusst ein bisschen offen gelassen habe, um was es jetzt genau geht. Weil das macht dann vielleicht, wenn ihr das Lied hört und euch Interpretation davon hat, macht es das sonst vielleicht auch kaputt. Es sind noch viele, hä? Victoria. Schwarze Rose gibt's nicht. Ich hätte es mehr genommen nur für dich. Ja, hat sehr viel Kraft. Zieht durch, das Lied. Jetzt musikalisch, thematisch. Ja, geht es halt um jemanden, oder? Wo gewisse Sachen nicht... gewisse Realitätsverluste hat. Nein, ich darf zu diesem Thema nicht lachen, Mann. Und einfach gewisse Realitäten nicht wahrhaben will und erzählt die Geschichte. So. Ja, und wo schlussendlich dann kaputt geht oder stirbt dran. So. Und zwar ab dem Moment, wo die Realität dann ins Gesicht schlägt, oder? Du bist nicht auf dem Boden der Tatsache. Das hat natürlich mit der Zeit etwas Frustrierendes und darum hat es auch in der Musikalität etwas, ich würde nicht sagen aggressiv, aber so etwas, so ein Punch. Punch. Halb 50. Ich konnte heute nicht schlafen, weil ich mache mir Sorgen. Ja, das ist für mich, also ich kann schon mal vorgreifen, musikalisch ist das für mich eines der spannendsten. Braucht Zeit, bis man reinkommt, bis man es versteht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da etwas dazu will sagen. Ich finde, der Text ist relativ zugänglich und mehr, wenn man es hört und sich ein bisschen auf den Inhalt konzentriert, begreift man, um was es geht. Das, was hier drauf passiert, inhaltlich, was hier passiert, ist. Ich könnte jetzt nicht mehr ergänzen. Das erzählt die Geschichte und das Thema. Das sollte ja ein Weckruf sein, das, was ich dort erzähle. Wenn man es jetzt im Detail auseinandernehmen will, dann hörst du durchs Ganze. Nein, nicht ganz durchs Ganze, aber die erste Strophe, die zweite Strophe, dann hörst du das Alarmgeräusch. Mal darauf achten, das hat so einen Alarmcharakter.
ins Leere mit der Carina. Das Leben allein, du es bist, hast mir gezeigt. Das Leben mit du. Das ist eine Geschichte und ein Lied, wo ich die Idee schon recht lange hatte. Ich kann mir vorstellen, jeder, der schon mal was suchst du, steckt uns. Vorne. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jeder, der schon mal eine Beziehung musste beenden, ein solches Gefühl hatte. Es ist jetzt noch schade, dass von den Gästen niemand da ist, sonst könnten die noch etwas dazu sagen. Ja, also ich habe sie angefragt, ob sie den Refrain mitsingen, mitmachen können. Und ich habe durch gewisse Sachen von ihrem Teil habe ich auch schon geschrieben. Aber in welcher Form und wie genau und so, das ist dann an dem Tag, wo sie hierher kam und mir das aufgenommen haben, das ist dann einfach spontan entstanden. Intro. Mach es auf, lass mich raus. Mach es auf, lass mich raus. Ich habe natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll oder ob das nervt. Ich sage es jetzt mal, schneid es dir aus. Ja, ich habe mir natürlich, dass es verhebt und zusammenhebt und schon ein Konzept auch überlegt für das Album. Das Leben. Also das Leben, und zwar fängt es bei Geburt an, hört beim Tod auf. Zwischen ihnen passiert alles Mögliche. Das ist so das Grundkonzept. Für mich war, wir haben es nie gegen außen so kommuniziert. Bis jetzt. Das Intro ist Geburt. Ich stelle mir das schon ein bisschen unruhig vor. Du bist dort in diesem Bauch drin, wo du raus. Das ist in diesem Lied wiederzufinden. Das Unruhige, das. Ich will raus, mach es auf, lass mich raus. Weißt du so? Vergiftet. Featuring Gimo. Das Leben nicht verstanden, ich weiß nicht wohin. Und wenn es darauf geht, sag, wo geht's da runter? Hey, ich bin abgefuckt, Mann. So, verdrücken auf dich vom Herz und die Anger kannst haben, weißt du, das ist schon deftig. Ich merke das manchmal auch erst im Nachhinein. Es geht ja thematisch, es geht ja auch ums Ziehen, ums Zerren. Und das finde ich einfach krass, das ist etwas, was bei mir intuitiv passiert, dass der Inhalt, dass das musikalisch übertragen wird. Weißt du, was ich meine? Die Essenz des Liedes ist, egal wie dreckig, dass es dir geht, bitte steh wieder auf. Und zwar immer. Und dann, wenn einer auf das Lied passt, dann ist der Gimo. Thematisch sowie musikalisch passt es sehr gut zu ihm. Eigentlich ist die perfekte Mischung von es passt zusammen und es unterscheidet sich. Keeper. So. Das haben wir schon mal gehabt. Bodan. Von wo bin ich gekommen? Und wo muss ich her? An 100 Fragen und 1000 Wege. Ist das der Anfang vom Ende? Dort war mir einfach wichtig, musikalisch, dass der Boden, dass das Fundament, dass das musikalisch überkommt. Und darum hat es die enormen Bässe. Natürlich hatte ich dort so ein bisschen die Vorstellung von jemandem, der auf die Welt kommt und sich dann alles neu entdeckt und alles neu ist. Im Wissen, dass man einen Boden hat, etwas hat, das einem hält, aber einfach die, ja, wo gehe ich jetzt an? Was mache ich hier? Was ist was? Wieso ist was? Bodan. Gero. Wo ich warte hier und schon jahrelang, bis du wiederkommst, kann ich weg von dort. Das ist entstanden in einer extremen Wut und extrem enttäuscht und hässig. Und darum hat es auch in der Musik so die primitiv, aber geil primitiv. Böse würde ich nicht sagen, aber hässig und wütend. Wütend ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Wunderbar. Sin Asu mit der Kimbo zusammen. Ich habe sie vorher noch nicht gekannt, aber schon länger auf dem Schirm gehabt.
ist auf eine Art auch sehr konträr, oder? Zu dem, was ich mache. Und habe gefunden, gerade spezifisch auf das Lied, ich hatte dort die Idee, ich hatte den Beat, also die Musik hatte ich. Zum Glück hat es noch geklappt, aber ja, es war knapp. Es war das letzte Lied. Ich glaube, ich habe dann, ich habe viel schon voran auf Berlin geschickt zum Mastern. Und er, Eres, ist wirklich ist, auf Berlin. Einen Tag vor dem Vertrieb, ja. Ja, das Leben einfach nicht vergisst. Im Sinne von, für alles, was du machst, also alles, was du machst, kommt zurück, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ah, das nächste Feature. Sea Frida featuring Valeria Love. Dimmi che ne resterà di noi. Dimmi che ne sei tu della pioggia. Im weitesten Sinn geht es dort um Träume. Wie gesund ist das, das Träumen? Dort hat es auch unzählig viele verschiedene Versionen gegeben. Also abartig. Ja, ich habe irgendwann gemerkt, ich komme dort nicht mehr weiter. Also ich komme nicht mehr weiter. Ich bringe es. Ja, das ist noch gut, ja, das ist auch noch gut, aber ich bringe es nicht fertig. Es fehlt etwas. Und dann bin ich auf die Valeria Love gekommen. Sie hat dann das eigentlich aufgelöst, so den Teil, der gefällt hat. No, und dann war es auch relativ schnell dann fertig. Ah, jetzt habe ich den Rücken weh. Nummer. Wir können reden, wenn ich heimkomme. Wir können reden, wenn ich heimkomme. Weil wir drehen uns im Kreis um. Vielleicht bist du das und bleibst dumm. Ich habe den Beat gemacht und habe dann einfach gefunden, auf diesen Beat muss der San Mattia. Ja, wir können reden, wenn ich heimkomme, ist. Es geht ja so ein bisschen um einen Weg, den man geht. Wenn man auf einen solchen Weg geht, gibt es viele Leute, die das nicht verstehen. Weißt du, die verstehen das nicht. So schön und gut, aber wir können reden, wenn ich heimkomme. Wir können reden, wenn ich heimkomme. Ja. Ja, Punkt, 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 Punkt. Ich habe dir nie erzählt. Dass ich manchmal an dich denke, spät in der Nacht. Mir ist halt ein gewisser Teil des Lebens mit dieser Person zusammen den Weg gegangen. Und es nimmt dann einfach Wunder zum Teil, hey, wie geht's dir? Weißt du, einfach nur so, ja, wie geht's, wie lebst du, was machst du? Und das habe ich versucht, in diesem Lied versucht, rüberzubringen. Ist persönliches Lied. Ade, Ade, Jahr 4. Auf alles, was war, auf 4 Jahre alt, auf nie wieder Fall. Hey, das war, glaube ich, das erste Lied. Dann haben wir hier reingezügelt. Einen Tag darauf runter, das Lied geschrieben. Einfach, wie wir gezügelt haben und was ich gefühlt habe. Und man verliert ja einen Raum, wo man viel damit verbindet. So. Und er ist einfach so leer. Er ist einfach so, hat so eine Leere. Und das habe ich versucht, musikalisch zu übertragen. Und wenn man das Lied hört, dann ist es eigentlich ein leeres Lied. Und das ist für mich das Faszinierende an dem Lied. Es ist eigentlich gar kein Lied. Es passiert nichts. Es hat eine Leere. Ja, ich habe dann einfach gefunden, das passt so gut zu diesem Thema. Das Letzte. Ja, Eftimia kommt ja gerade nach Adet Jahr 4. Jetzt weiss ich, dass ich dir so weh hat und du tut's mir leid. Ich bin fein gewesen. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat man einfach so. Würde man gerne einfach jemandem, wo man etwas gemacht hat, sagen, ja, hey, jetzt tut mir leid. Und im weitesten Sinn geht es bei diesem Lied natürlich auch um, dass eigentlich alle Entscheidungen, die man trifft und alles, was man sagt und macht, halt eine Auswirkung hat. Das habe ich mit dieser Geschichte, die ich hier erzähle, habe ich eigentlich damit erreichen wollen. Es geht ja hier darum, dass ich sage, hey, ja, wo wären wir heute, wenn ich dir einmal gesagt hätte, es tut mir leid. Ja, und auch so ein bisschen die Härte, die es anspricht, ist auch musikalisch. Jetzt die.
Ja, du gut, das wär's gewesen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mhm. Ja, zum Album allgemein. Schickt euch dort rein. So, was soll ich noch sagen? Euch ein Pilwin. Oh, der Hurenmaterial. Leck mir am Tschöp.